So, ihr Lieben, es ist gut, euch wieder zu sehen vor meinem inneren Auge. Wir gehen in eine neue Woche und wir haben als Gemeinde eine Gebets- und Fastenwoche. Das machen wir viermal im Jahr. Immer wenn so ein neuer Term von unseren Kleingruppen anfängt, machen wir vorher eine Zeit, wo wir uns treffen, morgens, mittags und abends, eine Stunde zu beten, und tagsüber kann man sich entscheiden, was man auch mal, worauf man verzichten will. Und so sind wir ab morgen zusammen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, können auch Fremde dabei sein, also Fremde in Anführungsstrichen, dann müsstest du mir eine Mail schreiben und ich schicke dir den Link zu. Dann kannst du dich auf Zoom beteiligen. Also ein Teil der Gemeinde wird präsent vor Ort sein und andere sind per Zoom dazugeschaltet. Und unser Anliegen ist es zu beten. Unser Anliegen ist es, wirklich zu fragen, Gott, wie geht es jetzt weiter? Zweite Halbjahr, wir sind nicht durch bei der Krise. Wir haben jetzt einige Verordnungen, die ein bisschen kürzer gepackt sind, diese 3G-Ordnung. Und wir wollen aber fragen, Gott, wie geht's weiter? Wie geht die Gemeinde weiter? Und auch im persönlichen Bereich. Deshalb herzliche Einladung, du kannst gerne mit dabei sein, wenn du möchtest. Aber wir sind bei einer Thematik jetzt bei Pastor at Home, und das ist dieses Herrschen im Leben. Wirklich zu sagen, ich möchte nicht weiter von Gefühlen, ich möchte nicht weiter von äußeren Situationen, ich möchte nicht weiter von anderen Menschen beherrscht werden, sondern ich möchte lernen, im Leben Kontrolle auszuüben, ohne dabei, dass ich ein Kontrolletti werde oder so ein kontrollierter Mensch. Darum geht es nicht, sondern es geht darum wirklich, dass wir uns nicht von allen möglichen Dingen beherrschen lassen. Und ich merke zurzeit, ein Aufgabengebiet, wo ich selber wieder im Augenblick lerne, ist so die ganze Gedankenwelt und ist mein Innenleben, meine Gefühle. Wir haben jetzt gerade am Wochenende es recht anstrengend erlebt. Ich habe es anstrengend erlebt. Wir wollten eigentlich einen Open-Air-Gottesdienst machen, das hatte ich euch am Freitag erzählt. Und wir mussten Freitagmittag so die Entscheidung treffen, bevor wir die Technik ausleihen für draußen, bevor die Arbeiten beginnen. Es sah nach Regen aus und dann haben wir am Freitag diese Entscheidung getroffen. Und letztlich musste ich sie dann schwerpunktmäßig treffen. Und ab Freitagabend sah der Wetterbericht wieder ein bisschen besser aus und Samstag wurde immer besser, sodass heute am Sonntag eben kein Regen war und wir hätten den Open-Air-Gottesdienst machen können. Er war aber schon abgesagt. Und das ist so eine Sache, die macht viel mit mir, so im Innenleben, so sich zu beschäftigen, war das jetzt richtig, warst du zu feige, warst du nicht risikobereit, wo war dein Glaube, haben wir überhaupt ein Anrecht als Christen auf gutes Wetter, das haben wir nicht, aber was hätte ich sonst machen sollen? Und ich merke die ganze Zeit, das geht, ich beschäftige mich mit meinem Inneren. Und damit ist ja auch meine Seele herausgefordert und die sich unruhig machen will und dass ich unzufrieden bin über Entscheidungen. Und ich habe einen Psalm gelesen, Psalm 42 und auch Psalm 43, wo sich David mit seiner Seele auseinandersetzt. Und das ist für mich so ein Stückchen Herrschaft, dass er anfängt, sein Innenleben zu hinterfragen. Also wenn man das einfach so laufen lässt, dann kommen Gedanken, die sich Sorgen machen, dann kommen Ängste hoch, dann kommen Depressionen hoch, dann kommen wütende Gedanken hoch. So alles, was so in unserem Innenleben sich so abspielt. Und wir wissen oft nicht, woher das kommt. Warum bin ich so niedergeschlagen? Oder warum bin ich jetzt im Augenblick so wütend? Oder warum bin ich jetzt im Augenblick so anders drauf, so zickig oder so launisch? Und herrschen im Leben heißt, einfach mal der Sache auf den Grund zu gehen. Mal mit deinem Ich anfangen zu sprechen. Und sagen, hey Martin, oder wie immer du heißt, setz deinen Namen ein. Was ist los mit dir? Was bist du so schräg drauf? Was nervt dich im Augenblick? Das ist was ganz anderes. Da beginnst du ein Stück, einen Dialog mit deinem Innenleben zu führen. Da bringst du Dinge ein Stück ans Licht. Dahinter fragst du dich selbst in einer guten Art und Weise. Und lies mal den Psalm 42 und 43. David ist niedergeschlagen, er hat Sorgen und er ist in einem großen Kummer, er ist in einer nicht guten Situation, aber er fängt an und dann kommt dieses Wort, warum betrübst du dich, meine Seele? Was bist du im Augenblick so schräg drauf? Warum bist du so belastet? Und das ist für mich
Herrschaft im Leben auszuüben. Das nicht einfach so laufen zu lassen und seine Launen raushängen zu lassen und sagen, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, sondern sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, hey, was ist los? Warum bist du im Augenblick so besorgt? Und dann fängt er an und sagt seiner Seele, hey, ich möchte gern auf Gott weiterbauen. Also wie so ein Dialog, er sitzt mit seiner Seele irgendwo abends beim Gläschen Bier oder beim Glas Rotwein und unterhält sich damit. Und das ist für mich ein Zeichen von, ich hinterfrage mich. Ich bin mit mir im Gespräch. Ich erforsche mein Innenleben ein wenig. Dass es nicht einfach so weiterläuft und ich hoffe, dass es morgen wieder anders ist, denn es passiert ja oft so aus heiterem Himmel, obwohl die Sonne scheint, obwohl eigentlich alles gut ist und der Ehepartner einen auch nicht groß genervt hat, also man hat eigentlich keinen Grund und trotzdem hängt die Seele irgendwie, ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Und dann so ein Gespräch führen. Was ist im Augenblick los mit meiner Seele? Was betrübst du dich? Warum bist du so besorgt? Warum bist du so stoffelig? Warum bist du so unausgeglichen? Gibt es etwas, wo ich dir helfen kann? Das ist vielleicht ein ganz komischer Dialog, ein ganz komisches Gespräch, aber es bedeutet, dass du in Herrschaft kommst, dass du deine Seele nicht bestimmen lässt, wie dein Tag wird oder deine Launen, deine Stimmungen, sondern dass du dich dem stellst und sagst, hey, pass mal auf, wir müssen jetzt mal ein ernstes Wort reden. Wenden wir uns doch mal Gott zu. Wenden wir uns doch mal der Bibel zu. Was sagt Gott zu dieser Situation? Sollen wir wirklich besorgt sein? Und schon bist du in einem Dialog, der dich weiterbringt. Diese Aufgabe möchte ich dir einfach mal heute am Anfang der Woche geben. Lies mal bitte Psalm 42 und Psalm 43. Die Situation, die in der Psalmist gerade drin ist. Und dann überleg mal, reflektiere deine Lebenssituation, in der du gerade steckst. Und fang mal so ein Gespräch an. Und wenn du dich nicht konzentrieren kannst oder deine Seele ständig abzwitschert, dann kannst du es auch mal aufschreiben. Dann schreib deinen eigenen Psalm und dann frag deine Seele einfach mal, Junge, Mädel, was ist los mit dir? Okay, Gott segne dich. Ich bin ganz gespannt, ob du etwas erlebst und dass du einen ersten Schritt vielleicht gehst in Richtung Herrschen im Leben. Gottes Segen dir.